1, 2, 3 handelt von einem deutschen Bankpräsidenten, der in höchste Not gerät, weil die amerikanische Gasttochter eines Geschäftsfreundes zu ihm kommt und ihm eröffnet, dass sie sich in einen Kommunisten verliebt hat, diesen geheiratet hat und schwanger von ihm ist. Und dann versucht er, das Problem zu lösen. Böses Kind! Böses, böses Kind! Ah! Wovon soll ich sprechen? Wovon Sie wollen, lieber Gräf? Oh, geil! Ein schöner Moment! Der Reiter, der angestrengte Beritzer, fährt auf den Halsklopf. Wolfsklopf, da sind doch lauter Grafen und Bankiers! Gerade darum! Gerade darum trägt sie dort ein! Aber ich kann ja mit denen nicht Golf spielen! Dann werden die mit Ihnen Golf spielen! Aber jetzt reden Sie nicht so viel! Mischen Sie sich nicht in Ihre Angelegenheiten! Also ich glaube, wir erzählen den Stoff ganz unkonventionell und mit einem relativ schrillen Humor. Das gefällt mir daran. Hallo, wir machen Dorfschwester! Also wenn man wieder herzhaft lachen möchte und nahezu an die Hysterie geraten möchte und vielleicht auch vergleichen möchte, wie ist der Film und wie ist das Theaterstück, das nämlich eigentlich mit dem Film nicht so viel zu tun hat, dann sollte man sich das unbedingt anschauen.